Herzlich willkommen bei Chemistry. Ich hoffe, ihr habt unser Video gesehen zum Thema vom Fett zur Seifenblase. Da haben wir uns auch mal angeschaut, was sind eigentlich Cis-Fettsäuren, was sind Transfettsäuren. Deswegen hier nochmal ein bisschen vertieft im Let's Draw. Cis-Trans-Isomerie bei Fettsäuren. Ganz allgemein, wenn ihr was zum Thema Cis-Trans-Isomerie schauen wollt, guckt mal in unser 5 Minutes of Science rein, Diastereomerie. Da haben wir genau dieses Thema getackelt, da wohl bei einfach einfachen Alkenen. Ja, Fettsäuren sind ja auch Alkene, also wenn es ungesättigte sind, darum geht es ja hier. Bei gesättigten Fettsäuren gibt es halt keine Doppelbindung, deswegen auch keine Cis-Trans-Isomerie. Die Cis-Trans-Isomerie ist ja auch beschränkt auf die Alkene. So, ganz allgemein, wie ich das meinen Schülern versuche klarzumachen, wenn das hier ein Cis-Isomer ist und das hier ist ein Trans-Isomer, dann zeichnet doch einfach in dieses Molekül anhand dieser Doppelbindung lang so einen Strich rein. Nicht durchs gesamte Molekül, sondern nur vielleicht da, wo die Doppelbindung ist und links und rechts das eine benachbarte Kohlenstoffatom. Und dann stellt ihr fest, bei einem Cis-Isomer, das ist Cis, das ist Trans, so, kommt ihr, ihr habt ja zwei Seiten jetzt hier, ne? Die Seite nennen wir es mal A und B, getrennt durch diese blaue Linie. Und wenn ich jetzt hier komme, gehe ich an dieser blauen Linie lang und gehe wieder in die gleiche Richtung weg. Also ich bleibe auf der A-Seite. Das ist Cis. So, wenn ich das Gleiche jetzt bei Trans mache, mir die Linie hier verlängere, anhand da, wo die Doppelbindung ist. Und auch hier sage ich jetzt, okay, pass auf, ich habe die A-Seite und ich habe die B-Seite. Jetzt ist es aber so, wenn ich mir, also wenn ich dem Molekül folge, komme ich von der A-Seite, gehe an der Doppelbindung entlang und wechsle auf die B-Seite. Das ist Trans, ja, etwas überqueren, ja. Trans, Cis und Trans. Das ist die Definition. Jetzt gucken wir mal ganz kurz noch in die Fettsäuren rein. Nehmen wir mal, ich habe jetzt eine Transfettsäure. So, Transfettsäure mache ich auf die Seite hier. Fettsäuren sind Moleküle mit einer Säuregruppe. Das ergibt Sinn, ne? Fettsäure und dann halt einem langen Kohlenwasserstoffschwanz. Zack, zack, zack. Ich mache jetzt mal hier ein paar Kohlenstoffe und hier ist jetzt eine Doppelbindung drin. So, das wäre eine Transfettsäure. Na, haben wir auch gesagt in dem Video, die sind auch erst bei hohen Temperaturen zum Schmelzen zu bringen, weil dieser Schwanz halt hier ja eine gerade Kette ist und die haften gut aneinander, Stichwort Van der Waals-Kräfte. So, gucken wir mal rein ins Molekül. Mache ich jetzt mal hier, zack, ne, nicht zu lang, meinen Strich durch die Doppelbindung. Ich habe Seite A und Seite B von der blauen Linie. Und jetzt komme ich wieder, gehe das Molekül lang. So, hier komme ich an, gehe Doppelbindung entlang und wechsle auf die andere Seite, auf B. Das ist quasi hier Trans. So, und jetzt gucken wir uns mal Cis an. Zack, 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 zack. Jetzt brauche ich ein Cis-Isomer. So. Jetzt sieht man schon, wie ich das gezeichnet habe, dass das hier so absteht. Ne? Wenn ich davon jetzt mehr habe, dann können die sich nicht so schön aufeinander stacken, wie das bei Trans der Fall wäre, weil das hier so absteht. Bedeutet auch, jetzt gucken wir uns das mal an, wenn ich jetzt hier mein, na, wo ist blau? Da. Reinzeichne. Ich habe auch hier wieder Seite A und Seite B von meinem blauen Strich. Und jetzt gucke ich mal wieder, wenn ich hier ankomme von meinem Molekül. Ich gehe auf der Doppelbindung entlang und bleibe auf der A-Seite. Das ist Cis. Cis-Fettsäure, Transfettsäure. Das ist ein ganz guter Trick, den man hier mit dem blauen Strich machen kann. Kleiner Tipp nur, wenn ihr mehrere Doppelbindungen im Molekül habt, müsst ihr natürlich immer wieder einen neuen Strich malen und euch A und B neu definieren. Ja, also es gilt halt nur wirklich für die Doppelbindung und die Kohlenstoffe, die direkt benachbart sind. Okay? Wenn ich das Molekül jetzt hier irgendwie so weiterzeichne, was weiß ich, so, zack, und dann male ich das so, ja, kann ich ja sagen, ich bin ja jetzt hier wieder, das ist ja wieder Trans, Schwachsinn. Okay? Das wirklich immer nur auf den konkreten Fall dieser vier Kohlenstoffe begrenzen. Ja. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ein bisschen besser zu erkennen, was Cis und was Trans ist. Ja, hilft auch bei allen anderen Alkenen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.